Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Ich habe mal wieder 4 neue ID-Codes bekommen. Aber zuvor möchte ich nochmal nachschauen, was ich so für Mitteilungen bekommen habe. Hat jemand Sterne gegeben? Nein, aber scheinbar einen Kommentar. Gut, das Paper Mario Kapitel scheint gut anzukommen. Scheint mein beliebtestes Level zu sein. Okay, jetzt bin ich aber schon gespannt, was meine Fans wieder für so Level gemacht haben. Gut, der erste Code ist von einem neuen. Also einen, der zwar schon länger meine Videos schaut, aber der zum ersten Mal einen Level eingeschickt hat. Na gut, eigentlich hat er schon mal eine ID geschickt, nämlich von diesem Spanier namens, von diesem Spanier, der hieß Adrilek. Erinnert ihr euch noch an den Part? Dieser Abonnent heißte Hunter Heck, soweit ich weiß. Zumindest glaube ich, dass man ihn so ausspricht. Der hat mir schon mal einen Code von jemand anderem eingeschickt und jetzt hat er, glaube ich, das Spiel selber und hat selber einen Level einprogrammiert und den mir geschickt. Genau. Ja. Genau. Das war der mit diesem spanischen Level von diesem Adrilik. Hey, da steht's eh, Hunter Heck. Genau, das ist er. Genau, oh mein Gott, seht doch mal. Null Abschlussrate, Super Koopa Kaizo Land. Wow, das klingt, ich arbeite ja selber gerade an einem Kaizo Level und wow, wenn ich nicht mal meinen eigenen schaffe, wie soll ich den schaffen? Und sag bloß, den hätte ich benutzen müssen, um darüber zu... Wow! Hoho! Wow! Ah, den letzten Level, den er mir geschickt hat, der war ja auch so Kaizo. Aber der war ja nicht von ihm. Wie soll ich denn das bitte schaffen? Oh, weia! Okay. Jump, 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 jump! Wow. Alter Schwede. Wie soll denn das gehen? Das ist ja wirklich Kaizo. Was war denn das gerade für ein cooler Soundeffekt? Ich habe ihn zwar nicht gehört, aber... Ich darf ihn nicht drehen. Wow. Also jetzt übertreiben es aber. Die Vorfreude für den Part war groß, aber scheinbar zu Unrecht. Seht euch das nur an! Ah! Okay, aber ab da scheint es gar nicht mehr so geil so zu sein. Naja, aber den Anfang muss man mal schaffen. Da muss wirklich ein Sprung genau sitzen. Also wirklich. Komm, das muss ich doch schaffen. Ich bin doch ein Profi. Ich sag dir gerade, ich bin ein Profi. Ich hab doch gerade auf den Spin-Knopf gedrückt. Ich hab doch eh schon den Controller für Profis. Also den Wii U Pro Controller. Wieso springt er beim zweiten Mal nicht richtig? Liegt das an dem Soundeffekt? Oh Gott. Alter Schwede, was hat er sich hier einfallen lassen, dieser Hunter Heck? Wow. Komm schon, ich habe in dem Part noch mehr vor. Ich habe in dem Part noch mehr vor. Und. Wie habe ich denn das gerade eben gemacht? Da waren noch gerade einige sehr gute Versuche. Ich glaube, jetzt. Na, der ist, kann es aber nicht sein. So, jetzt. Das war zu spät. Ich habe doch gerade den Rhythmus so gut gekonnt. Ich hab...
weia, weia, weia. Meine Vorfreude auf den Part ist wie weg. Ich gebe sie jetzt aber schon mal einen Stern. Denn ich bezweifle, dass ich den schaffe. Also bitte! Das ist doch wirklich Kaizo. Wieso? Nein. Wisst ihr was? Das tue ich mir nicht an. Na gut schon, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Gut. Ja. Hier ist übrigens auch mein Kaizo-Level. Genau so. Ich schummel ein bisschen. So. Nämlich, soweit ich weiß, fällt doch genau hier. Hey, da oben geht's ja noch weiter. Warte mal. Plan B. So, schütteln. Und dann unter ihm einen Block. Genau. Alles auf Anfang. Okay. Voller Disco-Effekt hier. Gut. Alter! Wow! Hoho! Gut. Man muss scheinbar irgendwie über den Mancha drüber. Okay, dann starte ich eben von hier aus. So, weg mit dir. Wie soll ich da drüber? Das geht doch gar nicht, oder? Oder gibt es da irgendwie einen Trick? Nein, 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 nein. Irgendwie so oben muss man drüber, aber das ist ja... Also, ich bin ein guter Spieler, aber ich bin kein Kaizo-Spieler. Ich glaube, ich weiß, wie das gehen soll. So. Genau. Spin Jump for the win! Alter! Und den muss ich bestimmt mitnehmen. Okay, nochmal. Oh, das ist aber echt schwer. Aber meinen eigenen Kaizo-Level schaffe ich auch nicht. So. Oh. Mario ist benommen. Okay, ich weiß jetzt, wozu ich den Schalter brauche. Alter, Schalterverwalter. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wie soll man denn bitte den Level schaffen? Kein Wunder, dass die Abschlussrate nichts ist. Was mache ich denn? Ach Gott. Ich bin ja wirklich ein guter Spieler, aber sowas mag ich dann auch wieder nicht. So, so. Wow. Ja. Alter, wie soll es denn da weitergehen? Ich probiere es einfach mal. Was anderes bleibt mir ja eh nicht über. Aber das ist ja... Das ist ja echt Kaizo. Wie soll man denn das bitte ohne die Safe States schaffen? Ich meine, in diesem Kaizo Mario Vertec, ich habe es ja eh schon mal erwähnt, ich habe mir mal ein Let's Play davon angeschaut, aber selber gespielt habe ich ihn nie. Weil aus zwei Gründen. Erstens ist er mir zu schwer und zweitens sind Hacks ja illegal. Aber hier ist es nicht illegal, Level zu programmieren, aber hier ist es ja praktisch... Nein, 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 das machen wir anders. Das machen wir anders. So, so muss ich den einen Abschnitt. Ich habe ihn ja praktisch schon geschafft. Warum sollte ich ihn mir immer und immer wieder antun? Jepsa.
Dürfte ich wissen, wie es raufgeht? So. Oh, oh. Nochmal. Aber bitte da. Ich spiele einfach von hier aus weiter. Okay, Knochenbahn. Ah, endlich mal was Gemütliches. Okay, sowas in. Nein, 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 nein. Das will ich selber schaffen. Andererseits, wen stört's? Oh, habt ihr die Tür, die in der Luft gesehen? Okay, das haben wir ja schon gesehen. Sag bloß, ich muss jetzt. Das ist ja. Oh, ich hab's geschafft. Gut. Eieieiei. Gut, und jetzt? So, okay, Yoshi. Der, das ist schon viel einfacher, wenn man drüber. Ich glaube, ich weiß. Genau so. Wow, habt ihr das gesehen? Haha, also das nenne ich wirklich Kaizo. Alter Schwede. Wow. Alter Schwede, das war wirklich knifflig. Gut, ich glaube, ich lösche ihn jetzt wieder. Ja, alter Schwede. Mann, oh Mann, das war wirklich Kaizo. Ich glaube, Stern habe ich ja schon gegeben, oder? Glaub schon. Alter Schwede, da hat er sich jetzt aber wirklich was Hartnäckiges einfallen lassen. Ja, Zielflagge habe ich nicht. Moment, Stern habe ich, glaube ich, schon gegeben. Wow, das ist ja fast echt unmöglich. Das kann nur ein irrer Japaner schaffen. Die Japaner sind ja wirklich so Profizocker. Die könnten das vielleicht schaffen, aber ich, tut mir leid, ich bin zwar gut, aber das ist zu schwer. Gut, nächster Level. Ich glaube, das ist gemütlich. Der stammt vom Kona. Kona? Kona. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Kona. Kona. Genau. Er hat gesagt, ich habe ihn in den letzten Parts, wo ich Level von ihm bekommen habe, falsch ausgesprochen. Kona. Kona. Himmel gegen Hölle. Okay, Abschlussrate. Ich glaube, so viele haben den noch nicht gespielt, deshalb ist die Abschlussrate auf 0. Gut, wollen wir mal sehen. Ich hoffe, das ist was Entspannenderes im Vergleich zu diesem Kaizo. Lol. Okay, muss man da etwa drauf achten, wann man loszischt oder was? Okay. Eine Art Festung und Hammerbrüder. Ich hasse Hammerbrüder. Und ich glaube, ich weiß auch, wie ich denen ausweichen kann. Oh, wow, 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 wow. Okay. Ruhig. Und jetzt. Jetzt. Ich wollte sagen, nur den richtigen Moment abwarten. Ich hab's nur noch mit schweren Leveln zu tun. Oh, weia, weia, weia. Ich meine, wozu sitzt sonst die Helme da oben, wenn man sie nicht aufsetzen kann? Man kann sie nicht mal richtig hochheben. Eieieiei. Ich vermisse die guten alten Zeiten, wo es noch Checkpoints gab. Ein Pilz wäre nett. Ein Pilz wäre nett. Ich sag's immer und immer wieder gerne. Ein Pilz wäre nett. 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 Also wirklich. Was hat Nintendo immer nur mit den Hammerbrüdern? Und was habt ihr mit den Hammerbrüdern? Die müssen doch nicht immer überall drin sein, oder? Die müssen doch nicht überall drin sein, oder? Aber andererseits, ich baue sie auch gerne ein. Ich schaffe nicht mal meinen eigenen Kaizo-Level. Die ganz zu schweige denen von anderen. Sekunde. Vielleicht von der Seite kicken. Ja, ja, ja. Okay, da unten sind Stacheln, ein Gesicht.
Okay, Münzen und da oben ist ein Pilz, oder? Oh, eine Feuerblume sogar. Ich habe mir jetzt eigentlich ein Fragezeichenpilz erwartet, aber das ist auch gut. So, Hammerbruder. Diesmal wird es... Oh, Carmel, hallo. So. So. Okay, so schwer ist er jetzt doch nicht, der Level. Okay. Kleine Räume und oben kann ich durch. Das ist aber neu. Naja, neu nicht, aber komisch. Ach so, ich glaube, ich... brauche ich den jetzt? Da unten sind jede Menge Items. Wow, 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 wow. Bowser? Oh, hey, da wäre ein Fragezeichenpilz gewesen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt nochmal spielen, um den Fragezeichenpilz zu holen? Nein. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal schaffe, an den Hammerbrüdern vorbeizukommen. Okay, Mann, oh Mann. Aber cooler Level. Hat mir eigentlich recht gut gefallen. Also mit den Gesichtern und so war es ganz nett. Ich gebe einen Stern. Gut, geht sich noch ein Level aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, ich bin wahrscheinlich der Erste, der den geschafft hat. Soll es da irgendwas darstellen? Naja, geht sich ein Level noch aus? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, ich beende den Part hier. Der Kaiser-Level hat mir vorher leider viel Zeit gekostet. Okay, na gut, die nächsten Level gibt es dann im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.